Ganz kurz, mein Name ist Meinolf Gröpper, ich bin Mitarbeiter im VDMA in der Abteilung Informatik und betreue dort unter anderem den von uns eingerichteten Anbieter- und Anwenderdialog zum Thema Product Engineering, in dem wir zu verschiedenen Schwerpunktthemen immer wieder neue Gesichter bei uns im Hause haben und besonders unseren Fokus auf das Thema der Systemeinführung lenken. Ohne es noch lange Worte zu machen, möchte ich direkt vorstellen hier den Herrn Hauschke von der Firma E-Plan und den Herrn Rixinger von der Firma Heller Maschinenfabrik. Und die beiden Herren werden uns jetzt ganz kurz innerhalb von der nächsten halben Stunde darstellen, wie man seine Produktentwicklung bezüglich der Standardisierung oder vielmehr durch Standardisierung, durch Konfiguration oder Modularisierung und somit der Wiederverwendung optimieren kann. Und das Interessante dabei ist, die Optimierung findet nicht nur in der Produktentwicklung statt, sondern sie wird sich durch den gesamten Produktlebenszyklus eines Produktes ziehen. In dem Sinne wünsche ich Ihnen einen interessanten Vormittag und hoffe, dass Sie sich hier viel mitnehmen können für Ihr Unternehmen und für Ihre Arbeit selbst. Vielen Dank soweit und ich übergebe an die beiden Herren. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Herr Kröpper hat mich ja gerade schon vorgestellt. Mein Name ist Tim Hausch, ich komme von der Firma E-Plan. Okay. Zu meiner Linken habe ich den Herrn Klaus Rixinger mitgebracht von der Firma Heller Maschinenfabrik. Und unser Thema ist heute Konfiguration, der nächste Schritt im Engineering. Wenn wir über das Thema Konfiguration sprechen, müssen wir vielleicht uns auch noch mal die Ausgangsanforderungen anschauen. Was sind so Herausforderungen, typische Herausforderungen im Werkzeugmaschinenbau oder allgemein im Maschinenbau, wenn wir die Unternehmen uns heute betrachten und wir uns den Produktentstehungsprozess, wie er in der heutigen Form existiert, mal anschauen, dann ist dieser Produktentstehungsprozess immer härter werdenden Rahmenbedingungen ausgesetzt. Die Rahmenbedingungen, die sehen Sie letztendlich hier, das ist einmal das Thema Globalisierung. Globalisierung meint an der Stelle, einerseits natürlich, wir haben immer mehr internationale Kunden. Wir haben aber auch unter Umständen eine internationale Produktion. Und das muss natürlich alles unter einen Hut gebracht werden. Ein zweiter Aspekt, den wir natürlich damit einhergeht haben, ist die Kundenwünsche. Jeder von Ihnen weiß wahrscheinlich, ja, der Kunde ist König und der Kunde will genau seine Maschine haben, wie er sie gerne hätte. Und der Lieferant sollte sie am besten auch genauso liefern. Parallel dazu steht aber auch, dass der Durchlaufprozess einer Maschine, einer Anlage, eines Produktentstehungs so immer kürzer werden muss. Das heißt, die Unternehmen müssen immer mehr darauf achten, dass sie in einer schnelleren Zeit ihre Maschine an den Kunden liefern können. Und der vierte Aspekt, den wir letztendlich hier haben, ist das ganze Thema Prozesskosten. Prozesskosten meint an der Stelle, es gibt letztendlich immer High-End-Produkte, die gehen sehr gut am Markt, da sind die Prozesskosten gut im Griff. Und die ganzen Sonderwünsche, die man hat, die lassen letztendlich unter Umständen die Prozesskosten aus dem Rahmen laufen. Und wenn man nur eine Maschine einmal baut, dann sind die Prozesskosten im Verhältnis zu dem, was sie dann tatsächlich kostet, teilweise richtig im Negativen zu betrachten. Wenn man das Ganze sich aber dann auf die Organisation betrachtet, erhöhen diese vier Faktoren letztendlich die Komplexität in einem Unternehmen, die Komplexität in dem Entstehungsprozess und diese Komplexität, die hat dann eigentlich zur Folge, dass auf einmal versteckte Kostentreiber auftauchen. Man fragt sich im Nachgang dann auf einmal, warum haben wir eigentlich jetzt hier Kosten verursacht, die vorher gar nicht geplant waren? Oder aber sie wirken sich auf einmal in Qualitätsdefizite aus, weil man nicht den gleichen Standard, zum Beispiel wenn man über die Globalisierung spricht, in Deutschland hat wie vielleicht in den USA. Dazu kommen noch die heutigen Strukturen, die in Unternehmen existieren, dieser sequentielle Prozess, dass diese Strukturen eigentlich veraltet sind mit diesen Rahmenbedingungen, die wir haben. Und die Konsequenz daraus ist eigentlich das, was wir möchten, Durchlaufzeiten verkürzen, die verlängern sich damit. Die Frage ist natürlich jetzt an der Stelle, was könnte eine Lösung sein? Und wir sagen letztendlich, eine Lösung ist, eine Konfiguration anzustreben im Engineering.
Dazu muss man eigentlich jetzt mehrere Dinge betrachten. Wir haben einmal das Thema Entwicklung, also im Produktentstehungsprozess. Man muss seine Produkte auf den Prüfstand stellen und letztendlich eine Konsolidierung schaffen der Produkte, damit man wirklich auch wieder über eine Wiederverwendung sprechen kann, über einen sogenannten Baukasten, der dann im Auftragsdurchlauf letztendlich dem Konstrukteur an die Hand gegeben werden kann, woraus er dann eine Maschine oder eine Anlage letztendlich konfigurieren kann und daraus dann die Daten ja generisch in die einzelnen Systeme zu übergeben. Das kann anfangen vom Angebot, dass der Vertriebsmitarbeiter dort schon davon profitiert, bis hin auch zu dem Engineering-Prozess. Da sprechen wir von der Mechanik oder auch von den Schaltplänen, also in der Elektrotechnik oder die Fluidtechnik, bis hin zur Steuerungssoftware. Das ist letztendlich dann ein Thema, wo auch gleich der Herr Rixinger nochmal drauf eingehen wird. Damit wir das aber überhaupt erreichen, müssen wir gewisse Stellhebel erst uns einmal betrachten. Und wir haben es einmal so definiert, 3 Schritte zu diesem Erfolg. Unternehmen müssen, wenn sie diese Ziele erreichen wollen, 3 Schritte gehen. Nämlich einmal das ganze Thema Standardisierung des Produktportfolios, Standardisierung, Modularisierung bis hin zur Strukturierung. Einhergehend mit einer Standardisierung muss man sich aber auch dann die Organisation betrachten. Ist sie denn heute überhaupt so aufgestellt oder kann das überhaupt nebenher gehen? Und zu guter Letzt natürlich auch neue Systeme, die letztendlich diese Standardisierung und diese Strukturierung unterstützen. Und ich werde jetzt gleich an den Herrn Rixinger übergeben, weil er wird uns jetzt natürlich erstmal vorstellen, welche Rahmenbedingungen hatte er denn eigentlich, als sie damals mit dem Thema mechatronische Modularisierung, Standardisierung angefangen haben. Und da ist natürlich die Frage, oder ich denke auch, das Publikum ist da sehr interessiert dran, wie sind Sie denn da vorgegangen? Ja, ich möchte mich zuerst auch noch mal vorstellen. Mein Name ist Klaus Rixinger. Ich komme von der Heller Werkzeugmaschinengruppe. Ich möchte zuerst die Firma etwas vorstellen und möchte dann sagen, wie wir auf die gesteigerten Herausforderungen, die es eben im Werkzeugmaschinenbereich auch gibt, ich denke, in Ihren Branchen gibt es die auch durch Globalisierung und die Dinge, die der Herr Hauschke angesprochen hat, aber ich möchte es einfach am Beispiel von Heller vorstellen. Zuerst, wer ist Heller? Heller ist ein Partner für Lösungen weltweit in der spannenden Fertigung. Sie sehen einen großen Span, das ist unsere Stärke. Wir machen Späne. Kurz zu unseren Produkten. Wir machen Bearbeitungszentren, stellen wir her, 4- und 5-Achs-Bearbeitungszentren. Wir stellen Maschinen zur Kurbelwellen- und Nockenwellenbearbeitung her, die werden da gefräst. Und wir stellen Sondermaschinen her, die vorwiegend im Automobilbereich, Motorenfertigung, Zylinderkopffertigung benötigt werden. Wir sind weltweit verteilt. Das ist eine der großen Herausforderungen und es hat sich auch die letzten Jahre deutlich geändert. Wir haben unser Headquarter in Deutschland, im Süden Deutschlands. Ich denke, dass man das hört an meiner Sprache. Und haben aber auch ein Montagewerk in England. Wir haben Montagewerk in Amerika. Wir haben eine Fertigung und eine Montage in Brasilien. Und wir haben Sales und Service in Asien und sind dabei, dort auch ein Montagewerk zu bauen. Wir haben den Grundstein schon gelegt. Das wird in einem Jahr in Betrieb gehen. Wer sind unsere Kunden? Unsere Kunden sind die Automobilisten. Wir sind im Heavy-Duty-Bereich, sind wir Marktführer, Motoren- und Zylinderkopffertigung. Wir haben aber auch die Luftfahrt als Kunden, aber auch kleine Lohnfertiger. Wir sagen bei uns, die auf der Alp, die in der Garage eine Maschine stehen haben, den allgemeinen Maschinenbau, Energy, aber auch den Formenbau. Woher kommen unsere Aufträge und woher gehen unsere Maschinen? Sieht man hier, wir liefern zu 50% unseren Umsatz nach Europa. Das ist
eigentlich etwas weniger im Neumaschinengeschäft, aber wir haben einen starken Service dort, deshalb ist es 50%. Der Rest verteilt sich auf die Amerikas, Nord- und Südamerika und Asien und in Asien vorwiegend in China. Man sieht die Auftragseingangskurve, die Krise in 2009. Beim Umsatz hat sie sich nicht so ausgewirkt, aber heute sind wir eigentlich schon wieder auf dem Wachstumspfad. Wie sehen die Maschinen aus? Das sind Produktfamilien, flexible Fertigungssysteme hier für die Automobilindustrie. Man sieht die typischen Werkstücke, die wir bearbeiten in Großstückzahlen. Da geht es um Produktion, um Taktzeiten und um schnelle Bearbeitung und um sehr genaue Bearbeitung. Und wir haben für den allgemeinen Maschinenmarkt, auch für die Luftfahrtindustrie und für die Märkte, haben wir 4- und 5-Achs-Bearbeitungszentren, auch komplette Familien. Und da kann man sich eigentlich alle Werkstücke vorstellen, die es so gibt und die man spannend bearbeiten muss. Ich habe ein Beispiel gebracht, ich denke, ein schönes Bild ist immer interessant und gut. Das ist unser Werkstück, das wir bearbeiten, der Motorblock. Und hier unten sieht man so die Fertigungslinie mit lauter Bearbeitungszentren und Sondermaschinen, diese kleinen Rechtecke. Und die kleinen Rechtecke sind ja eigentlich große Maschinen. Und so eine Anlage kann durchaus mal eine Länge von 70 Meter haben oder von 80 Meter und kann einen Wert von 30 Millionen oder vielleicht auch 50 Millionen haben, je nachdem. Und das ist dann unser Endprodukt, wo der Motor dann drin ist. Jetzt kommen wir eigentlich zum Thema, was heißt es jetzt fürs Engineering und was heißt es an geänderte Herausforderungen? Hier habe ich nur mal ein Baureihenübersichtsbild von einer Produktfamilie, von 4-Achs- und 5-Achs-Bearbeitungszentren. Man sieht hier die Skalierung, also die Größe der Maschinen von klein bis groß. Und man sieht hier auf der X-Achse die verschiedenen Funktionalitäten. Man kann sich so vorstellen, die roten Maschinen sind die mehr für den Nicht-Automobilbereich und die blauen Maschinen sind mehr für den Automobilbereich. Die linken sind mehr die 4-Achs-Maschinen, die rechten sind 5-Achs-Maschinen, auch Maschinen mit Drehfunktionalität. Also da gibt es sehr viele Varianten und schon die Basis sind jetzt 46 Varianten. Das muss man beherrschen können mit einem Engineering-Tool. Und jetzt zeige ich ein nächstes Bild, wie das mit Optionen aussieht. Der eine Kunde will noch das, der nächste will noch das. Wenn man das darstellt, dann sieht es ungefähr so aus. Sie können es jetzt nicht mehr lesen, ich kann es auch nicht mehr lesen, aber es ist eine Riesenvielfalt und die muss eigentlich mit einem durchgängigen Engineering-Konzept abgewickelt werden. Sie dürfen eigentlich keine Fehler machen, müssen eine hohe Qualität haben und müssen eigentlich noch die Entwicklungszeiten verkürzen. Das ist die Herausforderung und auch die Veränderung in den letzten Jahren. Und ich denke, das ist nicht nur bei uns im Werkzeugmaschinenbereich so. Ich denke, das wird bei Ihnen so ähnlich sein. Das erfordert das durchgängige Engineering-Konzept. Ich mache es jetzt am Beispiel HELP, sagen wir. Was heißt HELP? HELP heißt Hydraulik, Elektrik, die Schmierung und die Pneumatik. Und wir haben die Steuerungstechnik jetzt nicht mehr nur als Elektrik gesehen, als Hardware, sondern wir sehen, alles was fließt, ist Steuerungstechnik, egal ob es Strom ist oder Luft oder Wasser. Und das handeln wir auch mit einem Engineering-Tool. Ich habe vorher die Anforderungen schon gesagt, ich sage es hier noch mal kurz, wir benötigen eigentlich Durchgängigkeit und Varianz, das widerspricht sich, Kontinuität und Flexibilität, Standardisierung und Erfüllung von Kundenwünschen, Globalisierung, viele verschiedene Sprachen, immer kürzere Liefertermine und soll kein Fehler drin sein. Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen auch so ist, aber wir haben da sehr hohe Anforderungen erhalten die letzten Jahre. Um das bewältigen zu können, sind neue Ansätze im Engineering zwingend erforderlich. Ja, Herr Rixinger, Sie haben es eben gerade gesagt, eine hohe Varianz haben Sie letztendlich in Ihren Maschinen. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie bekomme ich diese Varianz, wie bekomme ich jetzt genau diese Optionsvielfalt in den Griff? Und
Da ist es letztendlich so, dass wir anfangen müssen zu standardisieren. Was ist wirklich wichtig? Wie kann ich denn wiederverwenden? Und wie kann ich das Ganze jetzt im Engineering-Prozess denn abbilden? So, und da ist natürlich die Frage von meiner Seite aus, sind Sie, Herr Rixinger, wie sind Sie denn jetzt eigentlich bei der Standardisierung vorgegangen? Ich gehe mal auf die nächste Folie. Ich weiß nicht, ob Sie auch mit Schaltplänen zu tun haben und mit Mitarbeitern, die die Schaltpläne machen. Darf ich da mal fragen, wer hat da was damit zu tun? Ja, also doch ein paar. Und wenn Sie in eine Konstruktionsabteilung gehen, jetzt erzähle ich mal etwas aus der Konstruktionsabteilung. Mitarbeiter hat mal von mir gesagt, es menschelt. Das ist einfach normal, wenn man miteinander arbeitet und der eine hat die Ideen, der andere hat andere Ideen. Und wir sind global aufgestellt, habe ich eben gesagt. Wir haben Konstrukteure in Deutschland sitzen, Entwickler und Konstrukteure. Wir unterscheiden, Entwickler machen die Basis, die Konstrukteure machen die kundenspezifischen Applikationen und wir machen auch Applikationen in Amerika oder in Brasilien und werden es in China auch noch machen. Und die Projekte sind teilweise so groß, dass sie nicht an einem Standort gemacht werden können. Aber das Ergebnis soll das gleiche sein. Wenn man es jetzt sich anschaut, der Konstrukteur aus Deutschland, der stellt jetzt einen Antriebssteller im Schaltschrank so dar, der in Amerika stellt ihn vielleicht so dar und ein anderer Konstrukteur in Deutschland stellt ihn wieder anders dar. Es ist immer dieselbe Funktionalität, aber sieht etwas anders aus, kann vielleicht andere Daten haben. Und wenn jetzt das alles in ein Projekt reinkommt, dann fragt irgendwann mal der Kunde, ich habe doch bei einem Hersteller gekauft, warum sieht denn das anders aus? Ich weiß nicht, ob Sie solche Fälle auch haben, dass mal einmal so aussieht und einmal so aussieht und das müssen wir in den Griff bekommen. Das geht nur, indem Sie drei Dinge vereinheitlichen. Einmal die Artikeldaten, die Schaltpläne, Teilschaltungen, auch Makros und Sie benötigen auch eine Konstruktionsrichtlinie. So haben wir auch angefangen. Und jetzt beginne ich mal mit dem ersten, mit den Vorarbeiten. Wir haben uns sehr viel Mühe gemacht, dass wir eine gute Datenbasis geschafft haben. Das ist das Allerwichtigste und das benötigt auch Zeit. Also da steckt jetzt mehr als ein Mannjahr drin, das sind mehrere Mannjahre. Aber man sieht hier, die Artikel haben Sachnummern, Datensätze, Typdaten, technische Daten, Geometriedaten, Anschlussdaten, eine ganze Menge. Im Detail ist es noch viel mehr. Und wir haben in der Elektrik über 10.000 Teile, in der Fluidik haben wir etwa 20.000 Teile. Und die haben wir jetzt reduziert auf etwa 2.000 Schaltungsbeispiele. Also schon ein Verhältnis 1 zu 15 etwa. Das heißt, sehr wenig Schaltungen zu sehr vielen Teilen und alles ist standardisiert. Und wenn ein Konstrukteur ein Teil benötigt, dann geht er auf die Sachnummer und bekommt die Schaltung und alle technischen Daten schon quasi an der Maus und klickt es dann in den Schaltplan rein und dann passt es und sieht auch immer gleich aus. Und das ist der eigentliche Schlüssel, dieser Stammdatenaufbau. Ich habe hier ein Beispiel gezeigt, wie es aussehen könnte. Das sagt Ihnen jetzt vielleicht nicht so viel. Das ist wieder dieses Beispiel einer Achse, der Achsantrieb im Schaltschrank, der Motor und das Gäbersystem an der Maschine und da gibt es verschiedene Ausprägungen mit externem Gäber und nur mit internem Gäber, größere Motoren, kleinere Motoren, das wird aber alles mit den gleichen Makros und mit den gleichen Teilschaltungen abgedeckt. Und jetzt zeige ich mal die Varianz, das ist jetzt eine andere Achse, die aber ganz ähnlich aussieht, eine dritte, die hat jetzt hier den internen und externen Gäber noch drin. Noch eine weitere Achse, noch eine Achse und jetzt hier die Summe. Jetzt sieht man, dass dieses rot eingerahmte, das ist der Achsantrieb im Schaltschrank und der Motor, die sind immer vorhanden. Die grünen Elemente, die können optional da sein oder nicht da sein. Und da konfigurieren wir jetzt die Schaltung. Da gibt es Regeln, da werden dann die Standardschaltungen genommen und über die Konfigurationsregeln ergibt sich dann
das entsprechende Schaltungsbeispiel. Und so kommen wir mit sehr wenig Teilschaltungen zu einem gesamten Achsantrieb, in dem Fall, der verschiedene Ausprägungen haben kann. Und da sind wir dann auch sehr schnell und haben dann keine Fehler drin. Ja, also man hat jetzt einfach mal gesehen, worauf es ankommt, jetzt im Bereich Standardisierung, was es da für Optionen, Variationen gibt. Aber wir haben auch gesehen, das bedarf eine gewisse Zeit. Und die Frage ist natürlich, können wir das mit der heutigen Organisation in dieser Form eigentlich abdecken? Wir hatten auch gerade eben schon mal gesehen, dass es so etwas wie ein Key-User-Team gibt, der jetzt Vorarbeiten macht. Und wenn man sich heute mal Unternehmen anschaut, dann finden wir eigentlich sehr häufig so etwas. Auf der linken Seite sehen Sie eine sogenannte projektorientierte Organisation, eine Stabsorganisation, die letztendlich sequenziell arbeitet. Das heißt, jeder arbeitet in einem Auftragsfall. Es fängt meistens mit der Mechanik an. Die Daten werden übergeben in die nächste Abteilung, sei es in die E-Technik, und von da aus geht es in die Software. Die Frage ist, kann ich eigentlich so etwas, eine Standardisierung nebenbei machen? Wir sagen ganz einfach nein. Man braucht letztendlich eine Entwicklungsabteilung, die jetzt aber nicht nur in einer Fachdisziplin arbeitet, sondern sich letztendlich anschaut, sogenannte Funktionen einer Maschine, wie der Achsantrieb, wie sieht er in der Elektrotechnik aus, wie sieht er in der Fluidik aus, wie sieht er in der Schmierung aus, etc. und sogenannte Teams zu gründen, die diese Standards definieren. Und dann einhergehend, wenn man diese Standards definiert hat, abzulegen, damit die Kollegen später im Engineering darauf zugreifen können. So, und meine Frage wäre natürlich jetzt, Herr Rixinger, wie haben Sie denn das Ganze gelöst? Sie haben es ja mit Sicherheit auch nicht nebenbei gemacht. Nee, wir haben es nicht nebenbei gemacht und wir haben es auch unterschätzt, muss ich sagen. Es war mehr Aufwand, als wir dachten. Wir haben schon vor mehreren Jahren begonnen, aber wir haben mit dem richtigen Weg begonnen. Und zwar haben wir mit dem ersten Key-User-Team im Prinzip begonnen. Da sind Fluidiker drin, oder ist ein Fluidiker drin, ein Elektriker drin und teilweise auch ein Mechaniker. Und das erste Key-User-Team, das hat die Stammdaten erstellt, die Makros erstellt, die Teilschaltungen erstellt, die Basisregeln fürs Konfigurieren mit dem E-Plan Engineering Center. Und die haben dann ihre Grunddaten weitergegeben an ein weiteres oder an mehrere Key-User-Teams, die dann die Produktentwicklungen machen. Und die hier unten, die kennen dann das Produkt sehr gut und die erstellen dann die Regeln, wie konfiguriert werden kann. Wenn der eine Maschinenbaureihe macht, der andere die andere, dann weiß er genau, aha, wenn die und die Option kommt, dann brauche ich die und die Teile oder brauche die und die Achsen als Beispiel. Und dann erstellen die Konfigurationsregeln. Und dann gibt es noch die Konstrukteure, die dann die Aufträge abwickeln. In vielen Fällen wird dann, wenn der Kunde einen Standard kauft mit Optionen, dann müssen wir nur noch konfigurieren und der Schaltplan ist vorhanden, sowohl in der Elektrik als auch in der Fluidik. Und wenn es dann noch spezielle Kundenwünsche gibt, dann kann auf diesen standardisierten Schaltplan können die Optionen drauf entwickelt werden. Und das machen dann die Konstrukteure. So, jetzt haben wir gesehen, okay, das ist die Organisation. Jetzt haben wir die Organisation, jetzt haben wir irgendwo eine Standardisierung. Jetzt haben wir aber auch gerade noch davon gesprochen, es gibt ja auch Regelwerke. So, und die Regelwerke sind natürlich immer so Frage. Papier ist geduldig, ich kann es auf Papier schreiben. Einer hält sich dran, der andere hält sich vielleicht nicht dran. Die Frage ist, welche Systeme, beziehungsweise wie muss eine IT-Landschaft denn eigentlich aussehen und die Prozesse dazu, damit wir letztendlich die Standardisierung in eine geordnete Form überführen können, so dass dann auch der Konstrukteur oder die Entwicklungskollegen letztendlich unterstützt werden. Und Herr Rixinger, könnten Sie vielleicht uns auch da nochmal so einen kurzen Ausblick geben, wie es vorher ausgesehen hat, was Sie eigentlich für Systeme dann eingeführt haben und wie Sie da auch dann letztendlich jetzt arbeiten? Vorher hatten wir drei Systeme. Drei Engineering-Tools für die Schaltpläne, drei verschiedene, AutoCAD für die Fluidik, und in der Elektrik hatten wir zwei unterschiedliche. Unsere Stammdaten kommen vom SAP und unsere Speicherung der Pläne ist in einem PDM-System in Matrix. Wir hatten auch einen sequentiellen Prozess vom Konstruktionsdurchlauf her.
und haben das jetzt geändert, indem wir die Systemlandschaft heute mit einem System arbeiten, mit der E-Plan-Plattform, also mit dem Engineering Center fürs Konfigurieren, mit dem E-Plan P8 für die Schaltpläne, sowohl in Elektrik als auch in Fluidik. Wir haben dann durchgängige Begriffe. Es können keine verschiedenen Funktionen mehr in der Fluidik so dargestellt werden und in der Elektrik so. Das ist auch oft ein großes Problem, wenn der Fluidiker oder der Mechaniker denkt, die Funktion heißt so und der Elektriker denkt, sie heißt so. Dann gibt es nachher beim Übersetzen Probleme. Ich denke, dass Sie das auch kennen. Der Prozess, früher sequenziell, heute teilparallel durch die mechatronischen Teams. Das hat uns in der Summe eine Zeiteinsparung gebracht. Kommt drauf an, wie die Produkte aussehen. Das kann mal 10% sein, das kann auch mal 30% sein oder auch mal mehr als 30%. Jetzt noch eine kurze Übersichtsfolie, was haben wir im Detail, wie wir jetzt arbeiten. Der Vertrieb bringt einen Auftrag. Der Auftrag kann standardisiert sein, Standardmaschine mit Optionen, das ist in einem File hinterlegt, oder das kann auch eine Sondermaschine sein. Unsere Fertigung, die benötigt eine ganze Menge Dinge von uns. Die benötigt Schaltpläne, die benötigt Stücklisten, Hydraulikpläne und so weiter. Und wir sitzen in der Mitte drin. Ich habe es gesagt, zuerst haben wir die Stammdaten, die Basis. Dann haben wir einen automatisierten Prozess mit dem Engineering Center, das Konfigurationsfile oder die Kunden. Auf der Kundenauftrag wird als File eingelesen, über die Konfigurationsregeln wird der Schaltplan automatisch erstellt. Und wenn wir applizieren müssen oder Zusätze machen müssen oder Sondermaschinen machen müssen, nehmen wir die gleichen Stammdaten und konstruieren mit dem E-Plan und kommen zum selben Ergebnis. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass Sie gleichbleibende Qualität haben. Der Benefit, ich habe es teilweise schon gesagt, konfigurierbar. Ich sage immer, konfigurieren anstatt kopieren. Beim Kopieren schleichen sich wieder alte Fehler ein. Wenn man eine Maschine vor einem Jahr kopiert, das ist immer so eine Sache. Wissen Sie wahrscheinlich auch. Kürzere Durchlaufzeiten, hohe Qualität, habe ich angesprochen. Das Key-User-Team, die Datenbasis. Ja, alle Disziplinen auf einem System, weniger Schnittstellen. Wir haben begonnen mit dem System, wir arbeiten produktiv, die meisten Produkte sind schon darauf und der Benefit stellt sich jetzt mehr und mehr ein. Es war am Anfang ein längerer Weg, aber es zeigt sich, dass es jetzt lohnt und immer mehr ausbezahlt. Vielen Dank. Falls es noch Fragen gibt, stehe ich noch zur Verfügung. Auch anschließend stehe ich noch zur Verfügung. Ja, vielen Dank. Hallo. Ja, vielen Dank an unsere zwei Vortragenden, Herrn Rixinger und Herrn Hauschke. Gibt es direkt Fragen aus unserer Mitte, aus Ihrer Mitte, an die zwei Herren, die hier gerade das Thema der Strukturierung, Organisation oder Wiederverwendung von Teilen vorgestellt haben? Herr Rixinger, habe ich eine Frage an Sie. Sie haben es so schön detailliert uns erklärt, wie Sie vorgegangen sind, was Sie gemacht haben. Sie haben einen Status erreicht, wo Sie wirklich sagen können, wir haben einen Benefit, wir können einen Benefit ausmachen, aber was sind jetzt Ihre nächsten Schritte? Sie werden ja mit Sicherheit nicht auf diesem Stand für die nächsten 100 Jahre bleiben wollen. Sie haben mit Sicherheit, so wie ich Sie einschätze und auch kennengelernt habe, schon irgendwo was im Petto an Ideen, wie es weitergehen muss für Ihr Unternehmen, um weiterhin vorne in der Welt dabei zu sein. Also die nächsten Schritte sind auf jeden Fall, dass wir alle Produkte so hochziehen, dass wir es weltweit anwenden und dass wir dann die Mechanik mehr und mehr mit einbeziehen werden. Die ist jetzt teilweise drin, aber die Systeme sind noch unterschiedlich. Und ich denke, das wird eine große Herausforderung sein, dass es noch integrierter werden wird. Also bei Ihnen kommt es eindeutig auf das Zusammenspiel dieser verschiedenen Disziplinen und die Integration so der Disziplinen. So wie wir gesagt haben, ja. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Ja.
wie beherrschen Sie das Variantenmanagement? Also es ist ja so, ein Kunde droht in Auftrag, hat spezielle Wünsche, Sie verändern Ihre Standardmaschine, Ihre Standardkonfiguration, die Makros werden angepasst, wie beherrschen Sie das? Weil letztendlich ist es, dann kommen wir natürlich wieder zu dem Punkt, kopieren statt konfigurieren. Das heißt, jede Variante ist ja ein neuer Baustein im Baukasten. Wie beherrschen Sie das? Vielen Dank, diese Frage kommt aus der Praxis. Das ist so, ja. Wir beherrschen es natürlich so, dass wir zum einen einen hohen Standardisierungsgrad haben, dass wir mit der gemeinsamen Datenbasis starten. Und wenn wir sehen, dass bestimmte, ich sage jetzt Applikationen, Kundenwünsche, wenn die sich wiederholen, dann kommen die auch in den Konfigurator rein, sodass die das nächste Mal wieder zur Verfügung stehen. Das wissen wir zum ersten Mal nicht, das wissen wir erst im Wiederholfall. Und im Wiederholfall, dann kann es sein, dass wir sagen, wir nehmen es rein oder wir nehmen es noch nicht rein. Und da kommen die Fragen natürlich trotzdem auf. Also wenn Sie dann dreimal kopieren, dann kann das wieder passieren, dass sich ein Fehler einschlägt. Da haben Sie recht. Und dann müssen Sie irgendwann sagen, jetzt muss es aber in den Konfigurator rein. Und die Kunst ist natürlich nicht, den Standard hinzukriegen, sondern diese Sonderwünsche. Auch das ist Ihre. Das ist für uns auch so, ja. Vielleicht noch eine Antwort auf Ihre Frage vorher, habe ich vergessen. Wir gehen auch in Richtung Software. Ich habe jetzt die Hardware gezeigt, aber die Konfiguration geht natürlich auch in der Software. Ja, vielen Dank, meine Herren. Ja. Da ich sehe, dass keine weiteren Fragen sich... Eine noch, aber die letzte für heute Morgen, für diesen Vortrag. Auf geht's. Ja, mein Name ist Christian Fedrowitz, ich komme von der König & Bauer AG. Ich habe ein ähnliches Projekt demnächst zu organisieren. Mich würde mal interessieren, wie weit Sie denn mit dem Rollout sind. Das heißt, ist es jetzt ein Pilotprojekt, von dem Sie hier gesprochen haben, oder ist es ein Projekt, das jetzt wirklich auch in die Breite geht? Das Projekt ist jetzt schon in der Breite. Wir haben, ich sag mal, 70% unserer Maschinen werden jetzt so abgewickelt. Diese HMCF-Serie, wo ich diese Variantenvielfalt gezeigt habe, die ist etwa zu 90% jetzt schon über Konfigurationen wird die erstellt. Wo wir noch etwas hinterherhinken, ist in der Kombination zwischen Fluidic und Elektrik. Aber da sind wir jetzt bei den ersten Produkten auch produktiv und haben auch schon einiges geliefert. Ja, nochmal, mein recht herzlichen Dank an die beiden Vortragenden, mein Dank an das Publikum, mein Dank auch hier an die ganz eifrigen Filmer. Und Sie können diesen Film später bei YouTube oder bei E-Plan runterladen, nachschauen und auch die Fragen nochmal hören, sowie die Antworten zu den Fragen. Vielen Dank und ich möchte damit zum nächsten Vortrag übergehen.